Nach meinem letzten Film bezüglich des Megabebens in Japan kamen natürlich jede Menge Kommentare dazu. Mir ist bekannt, wenn 1000 Leute eine Information erhalten, könnte es passieren, dass anschließend 100 Meinungen vertreten werden. Einfach weil die Menschen einen unterschiedlichen wissensmäßigen Hintergrund haben. Wichtig aber ist, dass die Menschen sich mit dem Thema auseinandersetzen, wie dieser Kommentar zum Beispiel zeigt, der nun annimmt, dass Erdbeben auch in 5 Kilometer und 25 Kilometer durchaus gemacht sein könnten. Und hierum geht's, um Erdbebenwaffen. Und darum, warum sie in 10 Kilometer Tiefe so effektiv und mit so wenig Aufwand eingesetzt werden können. Natürlich gibt es auch immer wieder jene Leute, die meinen, dass die Sonnenaktivität in irgendeiner Weise etwas damit zu tun hat. Diese Leute mögen mir die Erdbeben zeigen, die Mitte des vorletzten Jahrhunderts zustande gekommen sind, als selbst in Mittelitalien Polarlichter zu erkennen waren. Und diese Sonneneruption, die soll wohl wesentlich heftiger gewesen sein als alles das, was gegenwärtig stattfindet. Seinerzeit haben natürlich keine Erdbeben signifikant zugenommen. Dieser Kommentator kommt der Sache schon wesentlich näher. Denn es geht genau um diesen Anstieg der Temperatur pro 100 Meter von 3 Grad etwa. So dass eben in 10.000 Metern oder 10 Kilometern eine Temperatur erreicht ist, die für Wasser eine ganz besondere Bedeutung hat. Das Phänomen heißt Trippelpunkt und betrifft viele Gase. Es bezeichnet den Punkt, an dem durch Druck, eine Steigerung von Druck oder Temperatur, genau aus diesem Stoff ein ganz anderer wird, mit ganz anderen Eigenschaften, und dieser Punkt nennt sich Trippelpunkt. Der Begriff Superfluid bezeichnet oder ist ein Sammelbegriff für diese Gase, die eben ihre Eigenschaften oder ihre Art und Weise völlig verändern. Und soweit ich weiß, waren es bei Wasser 368 Grad und 222 Bar Druck. Das entspricht ungefähr den Verhältnissen in genau 10 Kilometer Tiefe. Der Zustand des Materials wird als überkritisch bezeichnet. Und hier aus diesem PDF zum Beispiel ist zu lesen und könnte auch die Entstehung einiger Lagerstätten erklären. Es geht also um die Höhlenbildung im Untergrund, und wenn man das richtig macht, kann man natürlich die Höhle so weit ausformen, dass eben alles darüber zusammenkracht. Oder alternativ, dass man eben den Aggregatzustand wählt von Wasser hin zu Wasserdampf. Das würde schon ausreichen, um zum Beispiel eine Explosion im Untergrund herbeizuführen. Und wie macht man das nun? Es ist die Langwellentechnologie, die lange Welle, die sich fortpflanzt, genauso wie beim Nachbar oder der Sound, der vom Nachbar herüberkommt. Da hört man auch nur die tiefen Frequenzen, und das sind bloß 30 Hertz oder 40, 50 Hertz. Das hört man, weil die Amplitude so lang ist, der Frequenz. Die hohen Frequenzen sind wesentlich kürzer und können die Wand nicht durchdringen. Und dass Langwellen sich in der Atmosphäre bzw. Stratosphäre, Ionosphäre fortpflanzen um die ganze Erde herum, das macht man sich zum Beispiel in der Funktechnik zunutze. Mein Vater war beispielsweise Seemann und rief hin und wieder von Neuseeland oder Südamerika an, und das geschah durch Norddeich Radio. Und diese Einrichtung, die steht schon seit 1905, ist dann irgendwann erneuert worden und jetzt sieht sie so aus. Und seinerzeit hatte man eben über Norddeich Radio Kontakt mit den Schiffen gehabt. Und das eben weltweit. Die Amplitude von 3 Hertz, wie man hier zum Beispiel auf dieser Tabelle sieht, ist allen Ernstes 100.000 Kilometer lang. Eine Amplitude besteht aus Wellental und Wellenberg oder umgekehrt, Wellenberg, Wellental. Und da ist selbst die Entfernung von Erde und Sonne, also eine astronomische Einheit, von 150 Millionen Kilometern eigentlich nicht viel. Diese Welle bräuchte nur 1000 Mal schwingen, um die Sonne zu erreichen. So lang ist die. Und sie setzt sich mit Lichtgeschwindigkeit fort. Nur um mal die Verhältnisse klar zu machen. Sollte diese Welle nun auf dem Weg von der Erde zur Sonne hin gestört werden durch einen Planeten Venus, der gerade noch nicht mal ein Fünftel dieser Wellenlänge breit ist, dann würde dieser Planet noch nicht mal ein Hindernis darstellen. Das muss man sich erstmal vorstellen, um zu verstehen, welches Potenzial in diesen Wellen steckt. Es bedarf aber noch nicht mal dieser ultralangen Wellen, um zum Beispiel in das Erdreich einzudringen, was eben überhaupt kein Hindernis darstellt. Und eben auf diese lange Welle kann eben wie beim Langwellenfunk die kurze Welle als Information bzw. als Energieträger darauf gesetzt werden, um zum Beispiel Effekte der Erwärmung im Erdinneren an einem bestimmten Punkt zu erreichen. Da in 10 Kilometer Tiefe die Verhältnisse bereits derart sind, dass das Wasser kurz vor seiner kritischen oder vor seinem kritischen Zustand steht, zum Superfluid wird, welches Hohlräume ausbilden kann, dann bedarf es nur noch eines kleinen Anschubsers.
in Form von Wärmezuführung, um genau das zu erreichen. Und das ist die Erdbebenwaffe. Und deswegen 10 Kilometer und nicht 5 und nicht 25 Kilometer Tiefe. Gegenwärtig gibt es die stärkste US-amerikanische TV-Station, die mit 50.000 Watt sendet. Das ist das stärkste an Sendekapazität, was es auf dieser Erde gibt. Es versteht sich von selbst, dass diese Strahlung breit gestreut wird, um möglichst viele Zuschauer zu erreichen. Bei der Habanlage sind es nicht 50.000 Watt, sondern 1,3 Milliarden Watt. Und die werden nicht breit gestreut, sondern zielgerichtet auf ein Ziel gelenkt. Hierbei erhitzen sich die Antennen derart, dass diese Kühlanlagen, die ich hier mal mit roten Pfeilen dargestellt habe, installiert wurden, damit diese Antennen nicht einen Schaden nehmen durch die Hitzeentwicklung, die dabei entsteht. Es geht also um die Wärmeentwicklung, die sowieso schon in 10.000 Meter Tiefe vorkommt, und der speziellen Eigenschaft des Wassers, dass es genau dort zu einem ganz anderen Stoff wird, nämlich zum Superfluid, welche hochkorrosive Eigenschaften hat, die dann Höhlen ausbilden oder Erdbeben verursachen. Im Zuge dessen, was auf YouTube geschah bezüglich des Erdbebens in Japan, kam es zum Verdacht, dass es dann auch irgendwelche gefakten Videos gäbe bezüglich des Himmels, der in Wellenformen zu sehen ist. Da das ein untrügliches Beispiel ist für die Anwendung von Harp- oder Radartechnik, ist das natürlich nicht egal. Am 13.03.2011 um 8 Uhr morgens habe ich meinen Kaffee gemacht in der Küche, habe aus dem Fenster geguckt und habe wieder mal, zum wiederholten Mal, diese merkwürdigen Wellenmuster gesehen in Berlin oder über Berlin. Diese hier verlaufen in Richtung West-Nordwest nach Ost-Südost. Und dann weiß ich immer nicht genau, ob das jetzt Harp ist oder Sura, weil die nämlich genau auf dieser Linie liegen. Man kann ja schlecht Anfang und Ende beurteilen. Was ich damit ausdrücken will, ist nur, dass geharbt wird wie verrückt. Mal ist es Sura aus Russland, mal ist es Harp aus Alaska, mal ist es Icecat aus Norwegen und ich kann das an den Richtungen ungefähr erkennen. Es ist also nicht wichtig, irgendein aktuelles Video zu haben von irgendeiner aktuellen Harp-Wolken, was weiß ich. Ja, das findet die ganze Zeit statt und ob ich das jetzt hier in Berlin sehe oder in Tokio, spielt auch keine Rolle. Seht euch die Wellenlängen an. Das ist bei manchen Wellen bloß ein Wellental und ein Wellenberg, dann ist Tokio erreicht von Berlin aus. Wie hier am 13.03.2011 noch schön zu erkennen ist, bei den Aufnahmen, die ich machte von diesen Wellenformationen in den Wolken, ist eben auch zu erkennen, dass gewisse Stoffe in der Luft ausgebracht werden. Von diesen wird behauptet, dass es sich um Barium und Aluminium handelt. Dass diese Stoffe sehr wohl Sinn machen in der Luft, hat auch wiederum mit der Harp-Technik zu tun, denn die Anbringung von diesen Wellen hat mit der Geschwindigkeit zu tun, mit der sie sich ausbreiten können. Und auf diesen Tabellen sieht man zum Beispiel, dass bei Luft bei 20 Grad Außentemperatur eben nur 343 Meter pro Sekunde zurückgelegt werden, bei normaler Luft, im Meerwasser vielleicht noch 1500, aber bei Aluminium schon 5100 und bei Beryllium 12.900. Also es macht Sinn, Aluminium zu versprühen, wenn man dann Harp-Technik einsetzen will, was nichts anderes sind als Schall und Langwellen. Genau das ist der Hintergrund für den Ausspruch von Rosalie Bertell, das ist eine Doktorin und Naturwissenschaftlerin, die den alternativen Nobelpreis innehat. Sie sagt, dass die Erde systemfähig gemacht wird für Waffentechnik. Und das ist genau das, was ich jetzt gerade eben versucht habe mitzuteilen bezüglich der Harpwellen, die sich schneller fortsetzen durch Aluminium und so weiter, die dann eingesetzt werden, zum Beispiel als Erdbebenwaffe, um auszunutzen den Effekt in der Tiefe, wo Wasser bereits kurz vor dem kritischen Zustand steht und man braucht dieses eben nur ein bisschen anticken und dann hat man den Effekt, den man will, nämlich Erdbeben. Und das ist eine Waffe. Frau Professor Werloff ist es zu verdanken, diese Erkenntnisse von Rosalie Bertell hier im deutschsprachigen Raum zu verbreiten. Das hat sie ihren Professoren oder Lehrtitel gekostet. Sie ist da aus der Uni rausgeflogen, was natürlich DDR-Methoden sind, aber deutlich auch ein Hinweis ist für die Richtigkeit der Annahmen, die hier vertreten werden.
Und warum es nun explizit Japan traf, wird natürlich auch kontrovers diskutiert. Aber es gibt Gründe. Und manche können sich nicht vorstellen, dass sowas Perverses gemacht wird. Ich empfehle nur den Kanal von Grandmaster Jäger. Der kann das bestens in seinen Vorträgen, die er gehalten hat, darstellen. Und wie pervers das Ganze ist, beziehungsweise wie pervers diejenigen sind, die das inszenieren, sehen wir zum Beispiel bei solchen Filmen. Denn wie so oft wurde die Zukunft vorweggenommen in Hollywood-Filmen und offensichtlich gibt es da jemanden, der irgendwie so einen Fahrplan hat. Und der wird uns gezeigt und irgendjemand ergötzt sich daran. Bis hierhin erstmal. Ich wünsche euch alles Gute und gehabt euch wohl.